Ja, es muss Liebe sein. Nur so ist es erklärbar, dass sich schon ab 21 Uhr eine lange Besucherschlange durch Berlin-Mitte windet. Ihr Ziel, die Hafenbar. In kaum einem anderen Club feiern die Berliner so zeitig, schon so ausgelassen. Ungewöhnlich ist auch die Musikauswahl. Abseits vom Mainstream läuft in der Hafenbar freitags ausschließlich Schlager. Lass uns über Musik reden. Ja, die Musik ist eigentlich relativ einfach, also das Konzept ist einfach. Wir spielen nur deutsche Sachen. Ich bin der Stammkunde hier, der Mann mit Hut. Was machen Sie denn sonst so privat, außer Schlager hören? Ich arbeite. Als was? In der Charité. Erzählen Sie Ihren Kollegen, dass Sie Schlager hören und mittanzen? Na, aber sicher, warum nicht? Wie reagieren die? Hä? Wie reagieren die? Die wollen auch hierher kommen. Ist nicht gerade der übelste Trend wie Techno? Also, und ich werde gerade rausgezogen. Einfach Cowboy und Indianer spielen! Cowboy und Indianer! Cowboy und Indianer, genau! Während die Meute um die Wette reitet, geht es im zweiten Stock ruhiger zu. Hier beginnt Toilettenfrau Helga Schmitz reich. Ihr Service ist legendär und preisgekrönt. Gibt sie jetzt mal 5 Euro, gibst du 15 wieder und dann habe ich das heute für heute erstmal nicht. Nee, kann ich gar nicht. Dann gehe ich erstmal wechseln. Wir sehen uns schon noch. Da ist die Herrentoilette, wenn Sie schauen möchten. Noch nicht. Da kommen, da ist nicht zu sehen. Die stehen so dicht am Weg, das ist nicht zu sehen. Und hier ist denn hier, habe ich denn mein Toilettenpapier drin und naja, alles, was man so mal braucht, ne? Pflaster und Kopfschmerztablette und. Die Postkarten haben Ihnen auch die Gäste geschrieben? Ja, das sind Urlaubsgrüße von Gästen. Klo? Ja, da ist frei. Ja, super. Helga kam schon als junge Frau hierher. Die Hafenbar entstand vor über 40 Jahren. Zu DDR-Zeiten feierten die Gäste bei Live-Musik zwischen Aquarien mit exotischen Fischen. Mitte der 90er enterten dann die jungen Schlagerfans die skurrile Tanzbar. Ist das so ein bisschen eine Kinderparty? Nee, ist, ja. Also jede Party ist eine Kinderparty, ist ein großes Geburtstagsfest für Erwachsene. Also ich meine, keiner möchte auf der Party sein Alltagsleben mitnehmen. Jeder möchte an der Party irgendwie was erleben. Neue Leute kennenlernen, Stimmung und irgendwie ein Stück aus sich rausgehen. Tanzen heißt auch mit den Füßen zu träumen, also alles ist erlaubt. Das ist wohl das Erfolgsgeheimnis der Schlagerparty. Schon jetzt feiert sich die Hafenbar als älteste Diskothek Berlins.